Ihr seht hier auf dem Kinek diese Berge da, dieses Panorama. Hochhegschutzhaus, dann da 3 Stunden 30 Minuten, das wird immer weiter. Na schau, alpiner Abschnitt. Hm? Der am gröbsten zusammengelegte, weil es nicht einmal gezimmert ist, das mehr Rastbank, die ich da jemals gesehen habe. Am Hochheg, da gibt es die Kontrollstelle Wienerwald weit wandern. Bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Du darfst nämlich immer so überhaupt nichts sagen dürfen. Man schummelt nämlich, der hat 2 Schrittzähler damit. Das Steinmantel hinter mir markiert den Gipfel vom Weingut. Lebend oder tot? Von der Enzianhütte, die ihr da hinter mir seht. Ich bin gerade dabei und heute geht es auf die 7. Etappe von der Wienerwald-Weitwanderweg, der uns vom Kinek bis Hochheg nach Altenmarkt an der Triesting und dann weiter zum Beilsteinhaus führt. Da nehme ich euch jetzt einfach mit, weil es ist nämlich kalt. Ihr seht hier auf dem Kinek diese Berge da, dieses Panorama. Es ist jetzt ein bisschen neblig und dunstig wieder geworden. Stürmischer Wind, gestern war föhn, heute ist nicht föhnig. Man sieht da drüben zum Beispiel Unterberg, da liegen die Wolken zum Teil auf. Ja. Und für uns geht es heute entlang des Kamms dahin, mit ewigem Auf und Ab und in Richtung vom Hochheg. Die 04 Hochheg ist ganz unten angeschrieben, das ist schon nur mal eingeschränkt erkennbar. Auch da drüben. Sicht nach historisch Kontrollstelle vom 404er, hier bitte. Wir gehen also ein paar Meter in unserem ursprünglichen Anstiegsweg zurück. Da vorne sieht man Unterberg und unten einen Wegweiser und der weist uns dann nach rechts. Da bei der kleinen Kapelle geht es mit gut sichtbarer Markierung in den Wald hinein. Der Abstieg vom Kinek ist mäßig steil. Es braust stürmisch der Wind und jetzt sind wir von der Sonne noch nicht gerade verwöhnt, weil wir da doch hinterm Berg sind. Ja, es ist ziemlich frisch, also ein starker Gegensatz zu gestern. Wird aber trotzdem trocken bleiben und tagsüber auch sehr sonnig sein. Also wir haben jetzt den 7. Tag und 7 Tage lang eigentlich Schönwetter. Die ersten beiden Tage ziemlich neblig, aber das ist ja nur deswegen, weil wir da noch nicht so hoch hinausgekommen sind. Und komplett trocken und es hat kein einziger Regentropfen erwischt und wird das auch nicht mehr tun bis zum Ende. Im Abstieg vom Kinek gelangt man relativ rasch dann auf diesen kleinen Boden und da werden uns jetzt Hindernisse in den Weg gelegt. Da sieht man in dieser Höhe von ungefähr 1000 Meter halten sich ganz ordentliche Buchen, vom Wind entsprechend gezaust, aber trotzdem. Diese Art von Wegverlauf wird jetzt charakteristisch sein, wenn ich erst Stunden unseres heutigen Tages, bis wir beim Hochheg angelangt sind, nämlich immer wieder Abstiege mit kleinen Gegenanstiegen. Wir haben den Übergang in die Sonne geschafft. Das ist jetzt der Vorteil von so einer Wanderung am Kamm. Man muss zwar allen Höhenunterschieden folgen und umgeht halt kaum irgendwo auch nur einen Müll, aber dadurch, dass man hier oben ist, hat man, egal zu welcher Tageszeit, immer das Maximum an Sonne. Vorne durch den Wald sieht man den sogenannten Rheingupf. Der Rheingupf ist jetzt eine Erhebung, die ist ein bisschen über 1060, ich glaube 1065 oder sowas. Und ist damit noch höher als das Hochheg. Ja, Sonne hin oder her. Mir pfeift da jetzt schon die ganze Zeit Wind um und auch in die Ohren. Und damit haben wir dazu entschlossen, von meiner Kapuze gebaut zu machen. Da am tiefsten Punkt, bevor der Aufstieg auf den Rheingupf beginnt, sieht man links von uns eine Forststraße. Da könnte man schummeln.
immer mehr steil. Das Steinmantel hinter mir markiert den Gipfel vom Rheingut. Man sieht nicht viel. Also felsiger Gipfelaufbau, gekrönt von einer Markierung. Inzwischen ist der Steinmann die höhere und wir machen uns da wieder auf den Abstieg. Der nordseitige Abstieg vom Eingriff ist jetzt deutlich steiler und durch das viele Laub auch ein bisschen trickreich. Und man weiß nie, ob da nicht irgendwo ein Stein locker drunter liegt und man damit dann wegholt. Tatsächlich war der Eingriff jetzt mit seinen 1065 Metern höher als wir am Kirchwalkberg erreicht haben. Dort waren wir nämlich direkt am Gipfel oben und sind schon entgangen. Der wäre nominell sonst von 2 Meter höher. Das Hocheck ist ein bisschen niedriger und das Hocheck wiederum wird dann auf dem weiteren Verlauf des Weges auch nicht mehr übertroffen. Der höchste Punkt unserer Wanderung auf dem Wienerwald-Weitwanderweg war übrigens der Flachboden mit ganz knapp über 1200. An diesem Punkt verlassen wir jetzt einmal ganz kurz den Grat. Da geht es jetzt daneben hinunter und wird ein bisschen felsiger. Da muss man aufpassen. Die Steine sind, obwohl es ziemlich trocken sind, recht arg abgelatscht und damit rutschig. Was da jetzt so unbeholfen ausschaut, ist tatsächlich berechtigt. Es ist da ziemlich rutschig und nicht gut zum Treten. Auf dieser doch überraschend abfallenden Gratschneide auf diesem Rückgitter, da wird es vorne vom Gelände her ein bisschen freundlicher und aussichtsreicher. Sehr lieblicher. Der Übergang vom Kineck aufs Hocheck, beziehungsweise natürlich auch umgekehrt, ist berüchtigt, weil es seine Kammwanderung ist. Wirklich zahllosen Weichen gegen das Team. Da haben wir jetzt einen tiefen Bestand, zum Teil auch schon sehr alte und gebeutelte Bäume. Da oben zum Beispiel schaut das aus. Da ja, sieht man ein bisschen was. Ja, Kineck ist ein Name, der eigentlich dann sagt, es ist ein Föhrenberg und ein Eck irgendwo auf einem Kammverlauf. Damit da jetzt keine Verwirrung aufkommt, natürlich sind wir jetzt nicht mehr am Kineck, sondern schon eine Stunde davon entfernt. Mannschaftlich ist es trotzdem sehr, sehr reizvoll. Also das hat man jetzt den ganzen Tag immer wieder mit wechselnden Ausblicken. Da vorne ist jetzt eine der wenigen Stellen, wo sich der Weg tatsächlich einmal eine Graderhebung erspart. Also dieses Muggel da im Wald, das sparen wir jetzt am 404 aus und da hat man großen Wert drauf gelegt, das zu kennzeichnen. Dieses Abweichen vom Grat hat aber einen anderen Grund, denn da hinten wird es dann am falschen Grat weitergehen. Also jetzt sind wir wirklich in einem Hang und da vorne der Grat, da sieht man schon, da wären wir schon zu weit, also das ist wirklich die letzte Gelegenheit, um da auf den unten in der Sonne liegenden Rücken zu kommen. Und wieder einmal wird es relativ steil, gell? Aber da ist es jetzt gut gangbar, also da ist das Gelände anders. Da ist ein bisschen ein erdiger Boden, der gut griffig ist und nicht so viele Steine drinnen. Da hat man also das Gefühl, dass man rutscht, da kann man flüssig gehen eigentlich. Und jetzt sind es noch ungefähr 100 Meter im Abstieg, bis wir dann einen schier endlosen Kamm erreichen. Was da auf dem Wienerwald Weitwanderweg und damit auch auf dem Voralpenweg wirklich faszinierend ist, ist diese unglaubliche Einsamkeit. Also ihr habt es ja, wenn ihr die vergangenen Etappen angeschaut habt, sicher auch schon bemerkt, man sieht kaum jemals andere Leute auf meinen Videos. Das liegt da in dem Fall wirklich da. Da sind auch keine Leute. Also es gibt immer kaum was, wo man sich jetzt wirklich aktiv von den Leuten fernhalten muss, sondern nein, da ist niemand unterwegs. Da riskieren wir jetzt einen Blick zurück. Also da, es ist ein ordentlich steiler Abstieg. Da vorne jetzt haben wir das Hocheck. Man sieht den Kammverlauf da. Da geht es jetzt munter über jeden Buckel drüber. Da geht es jetzt ganz sanft dahin, bis wir jetzt endgültig eine
Forststraße queren, oder zumindest einen Maschinenweg. Und das ist dann auf einer Seehöhe von 730 Meter. Ab dann geht es leicht huckelig in Richtung des Steigelkogel und der Einmündung vom 06er, also vom Mariazellerweg. Da hat man überflüssigerweise ein Motorradfahrer- und Fahrradverbotsschild und ein Rauchverbotsschild. Also da ist diese Geschichte, wo man auf einen Forstweg trifft. Genau, und es geht jetzt ab da wieder mal bergauf. Da lässt der Weg jetzt keine Gelegenheit aus, uns noch einmal einen Anstieg vor die Füße zu werfen. Da hinten durch den Wald kann man sehen, wo wir herkommen. Und das ragt jetzt doch schon beträchtlich auf. Da, die Spitze da ist der Rheingupf. Schaut diese großflächige Entrindung und diese Kerben da. Da hat man von den Kiefern des Harz gewonnen. Und obwohl es da sehr großflächige Wunden sind, überleben die Bäume das und können immer noch gedeihen. Goldener Herbst wieder mal, ne? Rostbrauner goldener Herbst, Kupferherbst. Über diese Erhebung da vor uns, da müssen wir noch irgendwo drüber. Und dann sind wir im Gebiet des sogenannten Feigelkogel. Der hat den Vorteil, dass er den Wind von uns abhaltet. Und zum Glück war das abschreckend genug, um den Weg dran vorbeizuführen. Da sieht man das Hochheck ganz wunderschön. Mit der Warte oben erkennbar. Ein toller Rastplatz, wo man diesen Blick auch wirklich genießen kann. Wie viele Schritte hast du schon? Naja, wenn ich mich ziehe, 9.387. Naja, also, noch nicht einmal 10.000. Ja, in 41 Uhr. 9.387? 11.344. Aha, na bitte. Du bist jetzt auf 9.387 gekommen? Und da, auf der, über 2 Uhr. Ja, meine Mama schummelt nämlich, die hat 2 Schrittzähler, wenn sie mir doppelt so viele Schritte macht. Also ich habe jetzt 12.000 Schritte, aber ich bin ja der Typ, der immer die Kamera wo hinstellt und dann wieder zurückrennt. Schau, ist das nicht ein schöner Blick da? Ja. Von unserem Rastplatz. Da machst du gar nicht mehr weg, oder? Ja, machen wir lieber. Wir verlassen jetzt diesen schönen Rastplatz, so wie wir ihn vorher gefunden haben, also nämlich müllfrei komplett. Und werden demnächst der Einmündung des Mariazellerwegs da. Wie versprochen, die Einmündung des Mariazellerwegs. Enzianhütte 2,5 Stunden angeschrieben. Hochegg 3 Stunden, sagt der Donner. Das glaube ich wieder nicht. Kaumberg über Araburg 1 Stunde 30. So, Wolfsgrube. Ja. Der Labachgraben Kaumberg, dort 404. Da hinauf geht es um 404er. Interessanterweise, schau. Hochegg-Schutzhausdung da 3 Stunden 30 Minuten, das wird immer weiter. Also sie haben vom Kineck aufs Hochegg angeschrieben gehabt, 4 Stunden, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Da wir diese erste Anhöhe, die es jetzt wieder am Grat gibt, müssen wir tatsächlich hinauf. Später ist der Weg ein bisschen freundlicher und lasst wieder mal eine aus zur Abwechslung. Nach der Wolfsgrube müht man sich da jetzt einen recht forschen Anstieg heran. Geht jetzt einmal ordentlich hinauf, auf dieser sonnigen Höhe da steht. Der Sinn dieses Anstiegs ist, dass man dann später wieder einen Abstieg absolvieren kann. Aber rein landschaftlich ist da nichts zu sagen. Obwohl wir da nur über ungefähr 800 Meter sind, ist der Grat da zum Teil noch überraschend felsig. Und jetzt ist der Weg aber vernünftig genug, um in vielen Fällen diese Höhenunterschiede dann zu meiden und das zu umgehen. Wir sind jetzt dann meistens südlich
vom Kamm hat man jede Menge Kiefernzapfen. Und diese Bockerl, die sind sehr rollig. Na schau, alpiner Abschnitt. Hm? Schaut mal, worauf tippt ihr da bei einem Baum mit diversen Löchern und einer Markierung drauf und auf der anderen Seite hohl und grausig, lebend oder tot? Und die Antwort ist, diese Kiefer ist tatsächlich lebend. Das ist wirklich erstaunlich, dass das Ding noch nicht gefallen ist. Wir haben das eine ist weiß-gelb-weiß und das andere ist rot-weiß-rot. Und wenn man eine Spormarkierung anbringen will, da macht man draus rot, gelb, rot. Da fahren wir am Weg, das könnte man für Felsen halten. Das ist aber Holz. Also das ist eine Wurzel, die von dieser Buche da ausgebildet wird. Hier aus in dem Talenschnitt hat man einen schönen Blick auf den Schöpf bzw. das Observatorium in der Nähe des Schöpfes, das man da gleißend weiß am Horizont sieht. Hier in der Umgehung einer unbenannten Erhebung ist der Pfad erstaunlich eng. Ja, das würde man gar nicht vermuten. Und, ja, das hätte man nicht gedacht. Und rutschig ist zum Teil auch noch mit Kiefernnadel. Ist aber nichtsdestotrotz der offizielle Wegverlauf. Die Einmündung eines Wegs von Kaumberg herauf bzw. nach Zweigangen nach Kaumberg herunter, das kann man sich aussuchen. Ja, Hochheckschutzhaus 404 ist für uns weiter am Kamm verlaufen. Ja. Wir sind da jetzt in einem grasigen Abstieg. In das sogenannte Tiefental. Das ist dann der tiefste Einschnitt. Ein bisschen unter 700 Meter hoch werden wir da dann sein. Im weiteren Verlauf geht es auf dem Kamm entlang. Da werden aber dann diese ganzen höheren Erhebungen da alle umgangen. Das heißt, also da ist der Weg dann wirklich freundlicher. Wir werden beim Roten Kreuz dann, bevor der Schlussanstieg beginnt, der ungefähr 300 Höhenmeter umfasst, noch einmal eine kleine Rast einlegen. Der Einschnitt des tiefen Tals ist erreicht, da ist der Sattelpunkt. Und da ist auch einmal so ein grasig offener Bereich. Der macht mit der Sonne so richtig Spaß. Diese unbenannte Erhebung da im Aufstieg vom Sattel zwischen dem Bärental im Norden und dem tiefen Tal im Süden, die hat es jetzt nochmal in sich. Da geht es nochmal ganz schön hinauf auf der Karte. Ist sehr, sehr unauffällig. Der hat nämlich keine Höhenangabe, das muss man sich anhand der Höhenschichtlinie selber ausrechnen, wie hoch der ist. Und das ist doch ein bisschen unter 680 Meter. Da hat man eben 80 Zusatzhöhenmeter, die sich recht unauffällig verbergen. So, der Gipfel dieser unbenannten Erhebung ist erreicht und es grüßt uns ein 404-Schild, ein historisches. Jetzt geht's da 40 Höhenmeter bergab. Und dann umgehen wir da vorne diese ganzen Erhebungen jeweils auf der Südseite, damit wir nicht mehr so viel Gegenanstiege haben. Kammwanderung. Und man muss ganz ehrlich sagen, trotz ihres landschaftlichen Liebreizes ist das da mental einfach eine wirkliche Herausforderung. Weil es macht einfach einen gewaltigen Unterschied, ob man heute einen Anstieg hat, in dem Bewusstsein, ja, den Anstieg habe ich jetzt überwunden und das ist jetzt ein Teil meines Wegs zum Gipfel und dann gibt es eben noch einen Anstieg und es gibt wieder einen Anstieg und irgendwann einmal bin ich oben. Oder ich habe so wie hier Anstieg um Anstieg, Schnapper um Schnapper, der recht beißt und dann habe ich den aber nur deswegen gemacht, damit ich auf der anderen Seite wieder runtergehen darf. Und das hat mir für meinen Anstieg zum Gipfel noch gar nichts gebracht. Auch da wieder so ein Beispiel. Eine sehr dicke Föhre da drinnen. Ist auch schon wirklich jetzt aufgehackt worden vom Specht. Und auch die lebt noch.
Wir haben auch vorher interessanterweise einen Mountainbiker gesehen. Also wie der das zusammengebracht hat, der kann von da nicht kommen sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, er war auf einem E-Mountainbiker unterwegs und er war sehr rücksichtsvoll, begleitet von einem Hund. Aber das Gelände, das der befahren ist, also wenn er das bergauf auch geschafft hat, dann ziehe ich mir einen Hut. Eine Erklärung dafür, warum der Wegzustand da deutlich schlechter ist und der Pfad um einiges schmäler, ist ganz einfach. Wir sind jetzt nicht mehr auf dem 06er. Der 06er ist der Mariazellerweg und der ist halt wirklich sehr gut ausgetreten. Und jetzt, wo wir da wirklich auf dem 404 wieder unterwegs sind, da beim Übergang zwischen Hochegg und Kineck, beziehungsweise in unserem Fall umgekehrt, den tun sich tatsächlich nicht so viele Deppen an. Wir sind da jetzt auf einem ziemlich mühsamen Abschnitt, der hinauf zur Gratschneide führt. Das ist aber diesmal kein verlorener Liebesmüh, denn wir umgehen da vorne diese Erhebung und der Rücken, der ist so breit und geht so flach hinaus. Da müssen wir weiter unten sehr weit ausholen, um so das, da wirklich das zu umgehen. Da vor uns ragt die Erhöhung des Hochriegel auf und der Riegel sperrt uns jetzt den Kamm und das Abweisen fertig. Deswegen umgehen ihn wir jetzt da, ziemlich auf einer Höhe verbleibend, dort wo das Gelände einigermaßen gangbar ist. Und dann hinter dem Hochriegel erreichen wir das Rote Kreuz. Das Steigerl ist relativ schmal, aber doch besser gangbar. Also das hat man da tatsächlich ganz gut in Schuss. An dieser Stelle da, Wienerwald Weitwanderweg 404, Hochriegel, Hocheck. Also, da geht es jetzt da hinüber. Wir sind an der Stelle, wo wir diesen ausgesprochen flachen Rücken überqueren. Und in die andere Richtung, die Tafel, die ist schon sehr ramponiert, da würde stehen Rhein, Gupf und Kineck. Wir gehen jetzt hier hinunter auf diesen Sattel zum Roten Kreuz. Und da tun wir ein bisschen rasten. Und anschließend geht es dann für uns da hinauf aufs Hocheck. Für uns geht es da jetzt hinüber auf den Hochriegel hinauf. Könnte man da steigen. Die Lust haben wir aber nicht, dass wir das jetzt machen. Da geht es jetzt zur Vorstraße hinunter und da ist ein bisschen zum Aufpassen. Da darf man nicht fehlgehen, weil da seitlich geht es über die Böschung ganz schön steil. Am Ende dieser Vorstraße, da herrscht momentan eine kurze Verwirrung, aber es geht genau da hinunter. Man sieht das erst im letzten Moment und markiert es auch. Also rein aus Sicherheitsgründen braucht man hier noch nicht unbedingt Bergschuhe, die jetzt die Knöchel umschließen. Ich bin mit Trekking schon unterwegs, meine bewährten Lober. Wir haben beide eigentlich jetzt keine besonderen Unterstützungen am Knöchel. Das wäre da zum Teil bei diesen Etappen, wo es doch so sehr schräg dahin geht, manchmal schon ganz nützlich. Wir haben jetzt das Rote Kreuz erreicht und da ist jetzt für uns Zeit für eine kurze Rast, bevor es auf den Schlussanstieg in Richtung Hocheck geht. Ja, schau, Hochheckschutzhaus, circa eine Stunde. Ein bisschen schneller als die Stunde sind wir. Und Kineck, Enzianhütte, tatsächlich steht da angeschrieben, was glaubst du? 5 Stunden. Wir leiden nicht ganz so wie der Jesus, das mag schon sein. Wir haben uns vorhin gewundert, dass am Hocheck tatsächlich angeschrieben ist, also aufs Hocheck angeschrieben ist, so vom Kineck von der Enzianhütte aus 4 Stunden. Und die Erklärung dafür ist, 4 Stunden geht man das Ganze, wenn man hinuntersteigt bis zur Staffbrücke und dann wieder aufs Hocheck steigt. Das ist nämlich zwar, man kommt deutlich tiefer hinunter, nämlich auch ein bisschen über 400 Meter nur. Nur hat man eben den Vorteil, dass erstens einmal nicht so weit ist und zweitens einmal trotz alledem wesentlich weniger Höhenmeter zu bewältigen sind. Also man geht aufs Hocheck dann 600 Meter hinauf und das ist halt gewesen. Und den Rest, das ist halt Abstieg gewesen. Einmal runter, einmal rauf und alles ist erledigt. Wir haben da jetzt fast 1000 Höhenmeter im Abstieg gehabt und 800 im Aufstieg oder so irgendwas momentan. Und das ist heute natürlich um einiges zäher. Hinunter gehen wir jetzt noch in den Höfner Graben, aktuell nicht, weil sportliches Sperrgebiet, da sieht man schon eine ganze Weile oder hört man schon eine ganze Weile die Fichtenmoped. Und wir werden uns da oben auf den Baumstamm setzen. Da
Es klingt nach einer vernünftigen Rastmöglichkeit und dann werden wir ein bisschen was trinken. Jetzt im letzten Anstieg zum Hochweg, da gibt es ein paar Bonussegmente. Das sind dann diejenigen, wo man wieder flach dahin kommt. Also der Abschnitt ist zum Teil steil und mühsam und dann wiederum gibt es so Böden drinnen, an denen man praktisch gar keinen Höhenunterschied überwindet. Und dann geht es wieder sofort die nächste Stufe hinauf. Diesen Felsen da erreicht hat, diesen markanten alten Markierungen drauf, dann merkt man, dass man sich da im Gelände plötzlich auf einem Rücken wiederfindet, der offensichtlich da vorne deutlich flacher wird. Also die erste Schinderei vor dem Anstieg ist noch nicht einmal 20 Minuten auch schon wieder vorbei. Der Ausblick reicht bis zum Hochheck, bis uns noch einmal sichtlich näher gekommen ist, aber eben auch schon nach Norden hinunter ins Triestingtal. Da werden uns wieder mal Bäume in den Weg gelegt. Ich glaube, da ist am gescheitersten, da gehst du seitlich durch, weil den kann ich nicht anheben für dich. So, Bonus Level 3 ist das jetzt inzwischen, mit einem ganz kurzen Abstieg. Also das ist die am gröbsten zusammengelegte, weil es nicht einmal gezimmert ist, das mehr Rastbank, die ich da jemals gesehen habe. Aber diese Rastbank hat da noch eine sehr schöne Aussicht, man darf ja auch nicht ranzen. Also der Platz ist gut gewählt, die Ausführung ist sehr rustikal. Da ist jetzt ein Kammsegment, das nur mit ganz geringen Höhenunterschieden ganz leicht bergauf und bergab geht. Das heißt, da kann man noch ein bisschen verschnaufen, bevor man sich auf den Schlussanstieg machen muss. Da ist der Gras bewachsen und zum Teil blüht sogar noch ein bisschen was. Das ist jetzt doch schon Ende Oktober, also wirklich ziemlich spät. Kann sein, dass da in einer Woche der Schnee kommt. Uns öffnet sich jetzt der Blick. Man sieht da mündet eine Forststraße ein. Da ist jetzt ein Sattel und an dem Sattel da beginnt der letzte Schlussanstieg. Eine ziemliche Gestätten, der Weg ist aber gar nicht so schlecht gemacht. Diese Hasel da hat es ziemlich erwischt, zumindest ein paar Stämme davon. Diesen Torbogen durch da ist man jetzt vor dem letzten Steilanstieg. Der Steilanstieg geht aber nicht bis zum Gipfel, sondern der geht da jetzt nur hinauf bis in den Gipfelkamm einmündet. So, von da unten kommen wir jetzt her, das ist nochmal ein mörderischer Anstieg. Der ist auch markiert 404 in die umgekehrte Richtung. Und da hat man jetzt Hochheck ohne Zeitangabe. Tatsächlich sind es von da in etwa 10 Minuten. Das nimmt die Kamera da gar nicht so auf, aber da ist richtig steil, also wirklich zum fast auf alle Viere. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für eine Dame deutlich Altersklasse 75. Eine Wahnsinnsleistung. Also das ist unfassbar, dass meine Mutter auf diesen unglaublich steilen Anstieg, und ich meine, wir sind jetzt doch fast 6 Stunden unterwegs, da noch so aufgehen kann. Das ist was, wo ich wirklich vor Bewunderung den Hut ziehe. Da jetzt am allerletzten Anstieg wird es noch einmal felsig. Da steigt man aber schön drüber. Also da hat man einen ganz tollen Steigverlauf. Der Kamm hat da an einigen Stellen so kleine Felsformationen drinnen. Das ist da wirklich vom Eindruck her alpin. Ja, da öffnet sich jetzt ein ganz ein großartiger Blick. Man hat jetzt Beistein, hoher Lindkogel, Zoser Lindkogel,
Blick ins Wiener Becken Richtung der Kämme, Schober, Öller und so weiter. Zum Schneeberg. Wir kommen jetzt vom Kinek her. Das ist da vorne unser Berg, das sehen wir auch. Alles im Blick. Reicht auch noch bis zum Ötscher, der da ganz krass in der Ferne ist. Das Observatorium am Schöpfel. Das sieht man auch. Wahrscheinlich kann man im Sturm kaum was verstehen. Deswegen gehe ich da jetzt auch wieder runter. Schaut zum Schutzhaus. Am Hochweg, da gibt es die Kontrollstelle, Wienerwald-Weitwanderweg. Der Stempel existiert noch. Wir sind jetzt am Hochweg Schutzhaus ein bisschen eingekehrt und begeben uns nun in Richtung Altenmarkt. Altenmarkt ist da angeschrieben und da ist ein kleiner Hinweis versteckt. Das ist die rot-weiß-rote Markierung, die auf den 404er hindeutet, auch über Altenmarkt gehen sollte. Wer sich auf meinem Kanal vielleicht doch schon mehrere Videos angeschaut hat oder ihn gar abonniert hat, was ich an dieser Stelle noch sehr empfehlen kann, der wird sich wundern, ich bin jetzt also zum dritten Mal am Hochweg herum. Einmal am Mödlinger Rundwanderweg 448, wo wir da drüber gekommen sind. Einmal mit Azrael als neuem Wandergefährten. Na, und jetzt das dritte Mal insgesamt am 404er. Aber ich sage euch ganz ehrlich, also jetzt gingen mir auch wirklich die Ideen aus, mit welchen Wanderwegen ich noch über das Hochweg rüberkommen soll. Da unten ist jetzt zu sehen, Hafnerberg, diese Kirche da. Und dann ist auch der weitere Wegverlauf erkennbar, der geht dann nämlich über dieses Feld da drüber und dann auf den Beilstein hinauf. Und der Beilstein ist der Berg, der da so felsige Abbrüche hat. Also dort wollen wir heute noch hin. Da ist hier oben am Hochweg ist der Charakter schon sehr spätherbstlich. Trotzdem hat man, solange man sich auf diesem Forstweg da befindet, eine wunderschöne Aussicht. Da hinten sind Ausläufer von Wien erkennbar auch sogar. Noch einmal geht es der Aussichtsweicher hin. Da hinunter sieht man jetzt unter anderem auch noch Tenneberg. Den Wiesel da hat man das letzte Mal schon einen Blick noch in Richtung Süden. Ganz kurz. Da sieht man hintere bis am Wechselner. Mal zwei Wechseln wird ein 404 Schild. Und da vorne eine Markierung, dass man nach links hinunter abzweigen kann. Da geht es jetzt auf den Steiger noch hinein und man kommt zum Wildenauer Brunnen. Auf zu dieser Zeit gibt es am Wildenauer Brunnen ein bisschen Wasser. Das ist gut, da können wir noch mal auffüllen. Ja, der Wildenauer Brunnen ist in 30 Minuten vorher schon Abstiegs erreicht. Nur das Wasser auffüllen, 2 Liter dauert ca. 10 Minuten. Wir haben noch eine Serpentine und dann erreichen wir die Abzweigung zu einem Steiglein in Richtung Altenmarkt. Die Serpentine liegt sogar in der Sonne. Wir wenden uns jetzt für einen kleinen Schwenk nochmal in Richtung Westen. In circa weiteren 5 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, erreichen wir nämlich die Abzweigung in Richtung Altenmarkt. Da vorne ist der Baum ordentlich angefabelt, damit man sieht, dass man da so Richtung Altenmarkt kommt. Das 04er Schild ist schon ziemlich zerfeult. Jedenfalls ist da Radfahren verboten, aber nicht Wandern verboten. Also, Altenmarkt über Wieshofer Steig. Da erreicht man jetzt einen Rücken mit einem Bankerl, beziehungsweise sogar einen Doppelbankerl und einem Tisch. Da vorne auf dem Baum ist markiert jetzt die Abzweigung zum Wieshofer Steig. Der Wieshofer Steig geht am Anfang durch einen ziemlich dichten Jungwuchs. Später öffnet sich dann das Gelände und man quert einen alten Maschinenweg. Da sind jetzt die Markierungen drauf. Den folgen wir jetzt für ein Stückchen. Wenn der Maschinenweg dann bergauf ginge, gehen wir links dem Steiglein folgend wieder über diesen Kahlschlag da drüber. Also jetzt gedacht, dass der Wieshofer Steig was mit einer Wiese zu tun haben muss, der liegt nicht ganz falsch. Es gibt nämlich zumindest die Aussicht auf eine Wiese. Man fährt da ein zweites Mal an einer Forststraße und es geht noch einmal in den Wald hinein. So, am Schluss geht der Steiglein da ein bisschen steiler hinunter und das Laub bzw. der Untergrund ist feucht und leicht rutschig. Da muss man ein bisschen aufpassen. Eine in der Vorstraße hat man eine Quelle. Die fließt ein wenig schneller als die oben beim Wildenauer Brunnen derzeit. Da wo einem das möglicherweise spanisch vorkommen würde, weil es wieder ganz leicht steigt, sind jeweils Markierungen an den Bäumen. Da vorne sieht man jetzt eine auffällige Markierung. Die zeigt nämlich die Abzweige in andere Richtung an. Und hier ist jetzt dieses letzte ganz kurze Steigsegment durch den Wald hinunter. Da darf man jetzt noch letzte Abzweigung nicht verpassen, nämlich die hier. Also es geht dann nicht gleich hinunter,
sondern dann noch nach rechts hinüber. Und hinter diesem Wäldchen liegt Altenmarkt. An dieser Stelle gibt es einen Wegweiser, wo Altenmarkt nach links angeschrieben ist. Den dürfen wir aber nicht folgen, sondern offiziell ist der Wegverlauf von 404 in Richtung der Haltestelle Altenmarkt. Das ist zwar nicht wirklich ausmarkiert, auf der ÖK50 ist das aber wirklich so. Zum Beweis, dass wir dann immer auf dem Wegverlauf des 404 sind, ist da ein ganz altes, schon schief hängendes Schild. An dieser Stelle nicht mehr hier hinauf, sondern in einer engen Serpentine da hinunter und bei dem Bankerl dann der Kurve folgend hinaus zur Straße. So, da haben wir noch mal ein rückversicherndes 404 Schild. Auf diese sonnige Anhöhe hinauf müssen wir jetzt auch noch. Wir kommen ja dann noch in Richtung Hafnerberg. Da jetzt gut markiert über die Triesting drüber, weil auf der Brücke da, bei dem Trafohaus da und dann später auch noch einmal da auf der Regenrinne haben wir die Möglichkeit markiert, da die Straße zu überqueren. Auch hier da, da hat man Verkehrsinsel. Und da vorne den Luxus eines Gehsteigs, der knapp ist zu dieser Überquerungsmöglichkeit. Das Beste getan, um uns von der Bundesstraße als Fahrender fernzuhalten. Da bin ich den Leuten, die den Weg damals angelegt haben, auch sehr dankbar. Nach Hafnerberg. Ein Steigerl. Aha. Mit ganz geringfügigem Höhenverlust geht das Steigerl da über das Bächlein drüber. Auf einer schönen Brücke. Wer hätte das gedacht? He? Praktisch ohne Höhenverlust kommt man da dann hinüber und darf auf diesen Forstweg abzweigen steigen. Das ist ordentlich auf. Da ist eine riesen Kippe drinnen. Da hinter mir diese Felsformation, das wäre noch total was Hübsches. Landschaftlich sehr schön, wird aber halt stark entwertet durch die nahe Straße, wo da die Leute nach Hafnerberg hinauf brausen. Nachdem diese Felsenklippe da umrundet ist, sehen wir da oben die ersten Häuser von Hafnerberg, die Kirche in Hafnerberg. Das ist auch eine Wallfahrtskirche. Da drüben, in den Einschnitt, da sieht man jetzt zwar die Ortschaft nicht, aber da drüben ist Holzschlag. Mit Drehung 2,2 auf der Straße. Da dürfen wir jetzt hinein nach Nössach abzweigen und gehen in diesen Talgrund da hinunter. Gelangen wir dann noch einmal zur Straße und da müssen wir nach rechts abzweigen. So, da ist auch die Abzweigung gut markiert mit einem Pfeil und da steht Erlebnisweg Beilstein. Das Beilsteinhaus ist da angegeben mit einer Stunde und Holzschlag übrigens mit 30 Minuten. Ja, Achtung, weiter zahlen. Wer will, der kann sich da neue Energie holen offensichtlich. Da auf dem ersten Obstbaum, da sehen wir jetzt die nächste Markierung. Da geht es weiter bergan. Schau, das ist nicht nur eine Markierung, das ist die Markierung, das ist nicht eine 404 Markierung. Da geht es rechts vorbei. Das sieht man da auf dem Fahnenmast, den Privatweg da vorne respektieren und da jetzt in diesen dunklen Waldweg hinein. Wo sich das Gelände öffnet, bleibt man dann immer zur Linken der Baumzeile und dann später erst trifft man wieder auf eine Markierung. Also man geht da wirklich gerade hinauf und lässt alle möglichen Abzweigungen einfach liegen. So, da kurz vor Holzschlag geht man jetzt in den Wald hinein, immer noch auf markiertem Weg. Wir sehen hier die Lichter von Holzschlag und wenn die Mama mal so nett ist und da auf diesen Trafomasten leuchtet, da ein bisschen weiter um, auf die Markierung drauf, hervorragend, dann sieht man Markierung. Und die Markierung sagt, wir müssen da jetzt hinüber und haben zum Beilsteinhaus, wenn sie uns nicht angelangt haben, Wiener Wallfahrerweg, aha, Maria Reisenmarkt, da Beilsteinhaus 30 Minuten, schau. Ja, wir haben es letztlich doch noch in der stockfinsteren Nacht auf das Beilsteinhaus geschafft. Dann haben wir uns dort ein Zimmer genommen und ein bisschen geduscht und kultiviert. Und die Etappe hat es richtig in sich gehabt. Also lang und anstrengend. Nicht so sehr, weil der Höhenunterschied so groß gewesen ist. Das schon auch. Aber vielmehr deswegen, weil die Wegbeschaffenheit so ist, dass man ständig so irgendwie gegen das Abschrutschen herhalten muss. Und viel Konzentration erforderlich war am Schluss dann auch noch in der Dunkelheit. Also ja, man kann sagen, die Etappe war zu lang. Das war es jetzt von der 7. Etappe des Wienerwald Weitwanderwegs, die uns in einer anstrengenden Tortur von einer Tour vom Kineck, also von der Enzianhütte bis aufs Beilsteinhaus geführt hat.
Ich bin gerade dabei und weiter geht's für euch hoffentlich auf der 8. und letzten Etappe, wo uns vor ist, vom Peilsteinhaus über Baden und nach Mödling. Und falls ihr da doch nicht zwischen wollt, dann vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Aha, Mama hat versagt. Stöcke. Na gut, das ist jetzt schließlich von mir und nicht mit der Kamera. Wir werden uns heute dem Hochheck entgegenrasten. Zu mir. So, Bonus Level 3 ist das jetzt inzwischen. Also jetzt gehen wir wirklich die Ideen aus, mit welchen Wanderwegen in Ordnung. Fällt mir nichts mehr ein. Wir haben es geschafft, wir steigen jetzt mitten in Mödling. Eine schöne große Burganlage mit mehreren Innenhöfen.